Leute, long time no see. Ich weiß, ich werde es gleich bereuen, dass ich nicht nochmal in den Spiegel geschaut habe. Ob meine Augen verschmiert sind, ob irgendwas an meinem Mund ist. Aber alles gut. Letzte Woche kam kein Video, ich war in Erfurt. Und ja, es ist sehr viel passiert. Und jetzt sitze ich wieder hier, habe richtig Lust mit euch zu reden. Denn ich will euch alle Bücher zeigen der letzten 8 Monate. Ich habe seit 8 Monaten kein zuletzt gelesen oder du bist was so lese Video mehr gemacht. Das heißt, es wird wieder Zeit und ich habe hier sehr viele Bücher liegen, über die ich mit euch sprechen will. Aber ja, im letzten Video habe ich gesagt, vielleicht Pille absetzen und so weiter und so fort. Dazu sage ich auch noch was. Und zu Erfurt wollte ich noch was sagen. Ich bin da hingefahren. Es war super emotional, in Erfurt wieder anzukommen und da zu sein. Es war wie im Film. Ich habe da so lange gewohnt und auch so viel natürlich mit Erfurt verbunden. Und ich mochte diese Stadt auch immer sehr, sehr. Erfurt ist eine sehr kleine, süße Stadt. Und wir haben auch sehr schön im Zentrum, tatsächlich über dem Seifenladen, wo ich immer war, gewohnt. In so einer cuten Airbnb. Und ja, es war einfach herrlich von A bis Z. Und natürlich Lea wiederzusehen war ein Traum. Also ja, wirklich mit jemandem nicht bloß über Zoom zusammenzuarbeiten, sondern auch in Person. Mit dieser Person zu reden und sie immer um sich zu haben, war einfach mega, mega schön. Und tatsächlich waren auch diese Workshops, also wir haben einen Workshop gehalten in einem Pop-Up-Store, relativ spontan, also wir wussten, dass wir den halten werden. Aber dafür haben wir uns einfach noch spontan hinzugemeldet, weil das Eigentliche, warum wir überhaupt in Erfurt waren, war dieser Vortrag beim Barcamp. Das heißt Barcamp, da sind viele so Medien- und Bildungsleute, also Leute, die was mit Medienbildung in Erfurt und darüber hinaus in Thüringen zu tun haben, die haben sich da getroffen und da kann man halt spontan Vorträge, Workshops halten und so weiter und so fort und sich austauschen, netzwerken, dafür ist das eben gut. Und wir wurden da eben eingeladen und haben Bewusstsein so ein bisschen vorgestellt, beziehungsweise auch ein paar Übungen mit den Erwachsenen, die da waren, gemacht und das war total cool. Aber das Schönste war eigentlich der Workshop am Vortag in diesem Pop-Up-Store, der so mit Gleichaltrigen war. Das war so open, also die Leute konnten einfach kommen. Und es waren tatsächlich Nina da, meine Freundin, Anna, die bei meinem Coaching ist und ihre Mitgründerin und noch 2 andere Girls. Und es war eine total süße Runde. Und wir haben halt über Social Media geredet, was es mit uns macht, halt Bewusstsein auf Social Media. Und das hat mir wirklich so viel Energie gegeben, was die uns gefeedbackt haben und was die so mitgenommen haben. Wir haben total viele kleine süße Reflexionsübungen gemacht und eine Person hat eben gesagt, ich glaube, heute ist so der Start von einer neuen Social Media Ära für mich, wo ich die Dinge jetzt einfach anders und bewusster angehen werde. Und ich schwöre euch, das ist genau das, warum wir das machen, um halt Leute auf diese Art und Weise positiv zu beeinflussen. Und tatsächlich war es auch für mich dann wieder mal der Start einer neuen Social Media Ära, weil tatsächlich hatte Nina den Einfall, beziehungsweise ich hole ein bisschen weiter aus. Wir haben viel darüber gesprochen, wie stellen wir uns eine perfekte Social Media Welt vor. Ich kann das auch mal einblenden, wir haben dann so Zettel gesammelt. Zum Beispiel keine Werbung war da so und ich habe es halt voll gefühlt, alles auch, es ging mehr um Inspiration, ging Offenheit, Ehrlichkeit, diese ganzen Dinge. Das mit der Werbung hat mich irgendwie voll gecatcht und eben haben wir uns auch die Frage gestellt, würde man für Social Media bezahlen? Weil man zahlt ja für vieles, man zahlt für Spotify, man zahlt für Streaming-Plattformen, aber irgendwie für Social Media halt nicht und für alles, was du nicht zahlst, da bist du letztendlich das Produkt, das sagen wir auch immer bei Bewusstsein. Weil natürlich du deine Daten verkaufst und die weiterverkaufen an, ja, Werbepartner. Und ich für mich kann sagen, ich glaube, ich würde Geld für Social Media bezahlen. Und wir haben dann so überlegt, was könnte es da für Systeme geben? Also würde man das einmal im Monat zahlen, so wie für Spotify zum Beispiel 10 Euro oder so, das ist jetzt ganz schön viel, aber oder würde man es pro Benutzung zahlen? Dann haben wir halt gesagt, okay, man könnte das jetzt auch für sich selber festlegen, dass man für jede Benutzung zahlen muss. So kann man sich ja für sich selber auch mit sich ausmachen oder jedes Mal
ihm dann 2 Euro, wenn du Social Media benutzt, aufs Sparkonto machen. Und ich mache das jetzt tatsächlich so seitdem, dass ich mir 3-mal am Tag Social Media, also Instagram, wirklich Instagram, 3-mal am Tag Instagram erlaube sozusagen. Das kann früh, mittag, spät sein, das kann alles abends sein. Es sind dann auch bewusst, also es können längere Zeiträume sein. Umso länger die, desto besser im Prinzip. Sodass ich mir richtig dann Zeit nehme dafür und nicht immer so schnell irgendwie kurz Input kriege. Und für jedes Mal, was ich mehr als 3-mal gehen möchte, muss ich 2 Euro in mein Sparkonto überweisen. Und zum Vergleich davor, also jetzt die letzten Wochen, war ich halt wieder einfach so viel kurz auf Social Media unterwegs. Also auch während Serien geguckt habe, einfach scrollen, Stories gucken, wenn einem langweilig ist, auf Klo und so weiter und so fort. Also ihr kennt das sicher, diese kleinen Momente, wo man einfach kurz auf Social Media geht und dann irgendwie hängen bleibt oder auch nicht, aber ja, dass so dein Bewusstsein irgendwie zerreißt. Und das habe ich jetzt die ganze Woche so gemacht. Und es hat sich so, also ich habe das so gemerkt, was das für einen Unterschied macht, nicht so viel auf dieser App zu hängen. Bei TikTok habe ich mir 2-mal am Tag gegeben. Und TikTok ist eh so, dass ich da mir direkt immer mehr Zeit rausnehme, weil da hänge ich manchmal 1 Stunde drauf ab. Das ist dann mein Abendprogramm. Statt Film gucken ist dann TikTok. Aber ist auch viel besser geworden. Also allgemein, meine Social-Media-Nutzung hat sich seitdem sehr ins Positive verändert. Und wir machen zwar eigentlich mehr oder weniger Workshops für Jugendliche und für Kinder, also so von 11 bis 18, aber ich glaube, diese Gruppe, die so mein Alter ist oder halt unser Alter, ich glaube, die meisten von euch sind so alt wie ich ungefähr, die tragen so viel Traumata mit sich rum, das haben wir auch also als Feedback bekommen in den Tagen, die nie aufgearbeitet wurden und wir haben einfach ein total unbewusstes Verhalten und wir setzen halt bei den Jungen an, weil man da noch am meisten verändern kann und gleich vorbeugen kann, sage ich jetzt mal, dass die direkten bewussten Konsum lernen. Aber eigentlich wäre es schon auch cool, wir würden diese Workshops für Ältere mehr anbieten. Ihr könnt ja mal mir sagen, ob ihr darauf Lust hättet. Lea und ich könnten das auf jeden Fall online auch machen. In Präsenz ist immer schöner. Wir könnten es auch in Präsenz machen. Zum Beispiel in Münster sitzen viele von unseren Workshop-Leiterinnen. Ja, könnt ihr mir ja mal sagen. Also ich habe bloß gesehen, wie wertvoll die das halt fanden. Und es war so schön, dieses Feedback zu bekommen. Und ich habe mir auch total viel daraus mitgenommen. Und ja, diese ganze Woche jetzt war mega, mega gut. Ich habe, um jetzt die Überleitung hinzukriegen, mir viel Gedanken natürlich um dieses Ding Pille absetzen gemacht, weil ich hatte meine Abbruchblutung heißt es ja, und hätte am Mittwoch dann die Pille wieder nehmen müssen. Und ich habe hin und her überlegt, nehme ich sie nicht. Ich habe eben dieses Buch gelesen, habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt, und bin noch nicht fertig. Ich habe dann auch vorgespult. Ich bin hintergesprungen zu so einem Kapitel, wo sie ihrer Tochter, die jetzt noch sehr jung ist, so einen Brief schreibt, was würde sie ihr raten, bla bla bla. Und ja, nochmal diese Zusammenfassung gelesen. Ich will schon den Rest auch noch lesen, wo es mehr um die Hormone und was sie wirklich machen geht. Hab dann auch auf einem Tipp von einer Zuschauerin von euch noch hin mir den Podcast Menstruality angehört. Das kann ich mal verlinken in der Infobox. Vor allem die Folge eben 5 Dinge, die dich beim Pille absetzen sozusagen unterstützen oder die du tun solltest. Weil das war jetzt noch so ein großer Faktor, wo ich mich gefragt habe, okay, wie mache ich das, dass es halt gut verläuft. Genau. Und sie hat eben gesagt, Nährstoffe sind wichtig. Also zum Beispiel Folsäure, das war etwas, was ich noch nicht supplementiert habe, oder Selen, Eisen natürlich, aber auch alle B-Vitamine, B-Komplex, Zink ja sowieso, Vitamin D. Also sind so teilweise Sachen, die ich eh schon genommen habe, aber teilweise auch neue Sachen. Bin dann also zum DM, habe mir noch ein paar Sachen so geholt. Und natürlich ganz viel Ernährung. Da muss ich auch sagen, meine Ernährung ist nicht ganz schlecht, aber es könnte wieder in eine bessere Richtung gehen. Vor allem morgens esse ich halt immer Zuckermüsli. Ich nenne es immer Zuckermüsli, was halt Schokomüsli ist, einfach Zucker.
Bombe am Morgen schon. Und das ist halt irgendwie nicht das Geilste. Und ja, man soll viel grünes Blattgemüse essen. Also einfach, dass es ein bisschen gemüsehaltiger wird und halt Gluten. Ist das richtig Gluten oder Gluten? Gluten. Gluten. Weniger Gluten. Und ich bin schon einer, die da früher drauf geachtet hat. Früher war ich fast glutenfrei unterwegs in meiner Hochphase. Mittlerweile Pizza, Pasta, alles, Brot. Ich liebe alles, was mit Gluten ist. Aber ich habe mir dann auch im DM auch die Dinkelnudeln mal wieder gekauft und dann gemerkt, okay, warum habe ich überhaupt aufgehört, Dinkel-Dingsbums zu essen? Also Dinkel ist nicht glutenfrei, aber ist besser verträglich für den Körper. Und ja, darauf steige ich so ein bisschen wieder um. Ich bin nicht mehr so, wie ich früher war, so mega streng mit mir und ziehe voll durch. Das passt einfach nicht in meinen Lebensstil mehr. Und da habe ich überhaupt so reflektiert, so als Studentin. Und ich sehe das jetzt auch so bei anderen StudentInnen. Als Studentin ist man so, wie sagt man dazu, perfektionistisch und idealistisch. Und das halt auch vor allem, weil man noch so, man will ja so viel verändern und man hat auch die Zeit dafür. Im Erwachsenenleben geht das irgendwie weg oder man merkt halt, die Welt läuft nicht so, wie man sich das als Studentin vorgestellt hat. Wie auch immer. Wollte ich jetzt sagen, also jedenfalls Ernährung, natürlich auch Stress reduzieren, Sport. Also eher das, was ich die ganze Zeit schon machen wollte, wieder mich ein bisschen mehr um mich selbst kümmern, ist jetzt auch eben, wenn man die Pille absetzt, sehr wichtig. Und mit diesen ganzen Informationen habe ich mich dann sehr gut gefühlt und dachte mir, ich glaube, ich traue mir das jetzt zu. Und dann habe ich tatsächlich die Pille nicht mehr eingenommen seitdem. Und das ist jetzt 4-5 Tage her. Ja, und natürlich habe ich noch nichts gemerkt. Das dauert, das ist natürlich ein Prozess. Ich habe auch mit den ganzen Girls in meinem Umfeld, die die Pille abgesetzt haben, geredet. Tatsächlich sehr viele, die Erfahrung damit haben, mit Pille absetzen, auch teilweise nach vielen Jahren, so wie ich. Die haben sie schon extrem lang genommen. Die meisten waren so, dass sie sie 5-6 Jahre oder so genommen haben. Ich habe sie halt echt jetzt 9 Jahre genommen. Das war auch, was in dem Buch noch stand, was mich sehr dann gecatcht hat, dass es halt nicht erforscht ist, wie das ist, wenn man die Pille über so einen langen Zeitraum nimmt. Und ich dachte mir so, okay, gut, eine Pause zu machen. Was heißt nur Pause? Es ist ja wirklich auch so, dass das Thromboserisiko höher ist, wenn man die Pille wieder damit anfängt. Deswegen ist das jetzt schon erstmal eine längerfristige Sache, dass ich die Pille nicht nehme. Ich weiß auch, dass andere Verhütungsmethoden teilweise für mich nicht in Frage kommen. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Bis jetzt geht es mir gut. Das Einzige, was ich jetzt merke, was schon mal positiv ist, ich habe nicht mehr so einen Stress, weil es ist eigentlich krass, wie sehr diszipliniert man sein muss, diese Pille immer ungefähr um den gleichen Zeitraum zu nehmen. Ich war niemand, der einen Wecker hatte oder so. Ich habe es halt immer morgens genommen und auch nicht immer zur selben Zeit. Halt klar, wenn man auf Arbeit geht oder so schon, aber am Wochenende habe ich sie dann manchmal auch erst um 11 oder um 12 genommen oder wie auch immer. Aber man musste einmal am Tag daran denken. Und auch jetzt ist das noch so. Und das hat einem halt manchmal rausgebracht aus seinem System, aus seinem, vor allem am Wochenende, hat man dann immer am Frühstückstisch gedacht, ich muss es jetzt noch nehmen. Und das hat man jetzt irgendwie nicht mehr. Man muss halt nichts nehmen. Irgendwie ist das total der schöne Gedanke. Ja. Tatsächlich am Donnerstag, es war unabhängig davon, aber ich dachte mir, meine Gesundheitsjourney, meine Gesundheitsreise geht jetzt los. Und ich gehe jetzt gleich mal Blut testen. Die Überweisung zum Bluttest hatte ich am 1.4. bekommen. So lange habe ich das aufgeschoben. Und nicht mal so, weil ich es nicht machen wollte, sondern einfach, weil so viel los war und so viel, dass es schon gekommen ist. Voll Blödsinn. Einmal einen Tag früher aufstehen, nichts frühstücken, einfach direkt los. Bluttesten fertig. Ich war eigentlich mal ein Vorhaben von mir, so nicht mehr zu sein mit meiner Gesundheit. Aber leider ist es so. Aber ich habe viele Beispiele jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass andere auch so ticken. Wir müssen da alle an uns selbst appellieren, dass unsere Gesundheit ist wirklich das Allerwichtigste und wir müssen es ernst nehmen und zur Not einmal lieber zu früh ins Krankenhaus als zu spät. Oder eben
je früher so ein Bluttest, der ja auch kostenlos ist, desto besser. Jedenfalls habe ich diesen Bluttest gemacht und der kam zurück. Und der Bluttest war vor allem, weil ich immer am Mund diese Dinge habe. Herpes, aufgerissene Mundwinkel, dies, das, anderes. Und ja, ich habe halt mehr Nährstoffe supplementiert, weil alle immer so, das ist Nährstoffmangel. Eisen habe ich dann doppelte Menge genommen und das ist dann auch teilweise weggegangen. Und ich so, ach, das ist klar, klar ist das Eisen. Turns out, viel zu viel Eisen, viel zu viel Vitamin B12. Ja, dann hatte ich Entzündungswerte auch im Blut. Das ist halt, weil hier irgendwie eine Entzündung gerade wieder ist. Die ist aber gerade am Abklingen, seit ich eben seit Donnerstag das nicht mehr. Ich nehme gerade gar nichts mehr, weil ich mir denke, mein Körper muss erstmal klarkommen und vielleicht nächste Woche oder so fange ich wieder an. Es ist halt so schwer, weil man sich nicht selber kontrollieren kann, seine Blutwerte. Aber vielleicht mache ich das jetzt mal öfter, alle 3 Monate oder so, wer weiß. Ja, und zu viel Nährstoffe zu haben, also zu viel Supplemente zu nehmen, ist halt auch nicht gut für die Niere. Also da muss man wirklich auch aufpassen und ja. Trotzdem wäre es mir lieber gewesen, ich hätte irgendwo ein Defizit. Dann hätte ich gewusst, okay, das muss ich einfach mehr supplementieren. Jetzt ist es halt so, keine Ahnung, woher es kommt. Könnte Stress sein, könnte dies, das, Ananas sein. Ja, deswegen so wird es meinen Blutwerten. Das heißt, ich dackel jetzt diese Woche nochmal zu meiner Ärztin, bespreche das alles mit ihr. Aber dadurch, dass jetzt gerade wieder am Abklingen ist, habe ich das Gefühl, es könnte wirklich von meiner Überdosierung sein. Sehr spannend, sehr spannend. Habe ich schon 18 Minuten geredet über meine Health-Geschichte. Sorry, falls es... Ich denke immer so, was interessiert die Leute? Aber ich höre das ja mir alles gerne an bei meinen YouTubern und ich glaube, ihr auch, sonst wärt ihr nicht hier. Deswegen vielen Dank. Weiter geht's. Ich habe heute bei meinen Büchern, die ich euch vorstellen möchte, auch wieder eins dabei, passend zum Thema eigentlich, was ich verlosen kann. Sogar 5 Exemplare. Und ihr müsst dafür nur einen Kommentar schreiben. Aber dazu kommen wir dann später. Ich habe hier sehr viele Bücher mit. Und zwar Bücher, die ich gelesen habe. Bücher, die ich... Ach nee, hier ist noch eins, das ich auch schon gelesen habe. Bücher, die ich noch lese. Aktuell. Ich lese immer viele Bücher gleichzeitig. Beziehungsweise schaffe ich keins zu Ende. Und Bücher, die ich noch lesen möchte. Es sind teilweise Rezensionsexemplare dabei, die ich zugeschickt bekommen habe. Aber ihr wisst, ich bin immer ehrlich und ich bin auch die Person, die Bücher aufhört, wenn sie ihr nicht gefallen. Aber ja, ich habe glaube ich kein... Na doch, ich habe eins dabei, das habe ich mir aber selbst gekauft, was ich nicht gut fand. Ich habe eins dabei, was mein neues Lieblingsbuch ist. Ansonsten zeige ich euch einfach alles. Fangen wir mal an mit dem, was ich gelesen habe. Und dadurch, dass ich 8 Monate nicht mehr erzählt habe, was ich lese, sind jetzt hier echt alte Schinken dabei. Das hier hatte ich euch ein paar Mal schon in die Kamera gehalten. Das letzte Bild von Anja Junulite. Habe ich sehr geliebt. Es ging um diese Dame, die ja in ihrer Familienhistorie nach einem verschollenen Familienmitglied sucht und herumreist und versucht, eine Geschichte aufzuklären. Es hat auch was Detektivisches auf jeden Fall und hat mir sehr gefallen. Es ist nicht zu gruselig, es ist einfach super spannend. Ich war total hooked. Es ist auch total dick, also dicker als das, was ich sonst lese, wobei es sind trotzdem nur, ja, es sind so ca. 500 Seiten. Aber ja, das Buch liebe ich und ich werde auch noch die anderen Bücher der Autorin auf jeden Fall lesen. Übrigens, alle Bücher, über die ich rede, sind in der Infobox verlinkt auf den Verlagsseiten. Nicht, dass ihr sie auf irgendeiner schlimmen Online-Plattform kauft, hust, hust, sondern am besten ihr geht in den Buchladen eures Vertrauens und holt sie euch da. Tatsächlich hatten wir jetzt haben wir uns getroffen mit dem Kumpel meines Freundes, der arbeitet im Buchladen in München im Süßen für alle Münchner. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber ich verlinke es euch in der Infobox oder schreibe es rein, wie er heißt, weil so ein schöner Buchladen, ich war selber noch nicht da, aber nächsten Monat bin ich in München, da werde ich sicher hingehen. Auf jeden Fall habe ich dann alle Buchladenfragen irgendwie gestellt, die ich hatte und ich fand es sehr interessant. Er meinte, man kauft halt von Büchern als Buchladen so 1 bis 3 Exemplare.
Das finde ich crazy. Und wenn es ganz gut läuft, bestellt man sie halt nach. Aber ich dachte immer, es werden dann halt voll viele gekauft. Aber es sind immer nur 1 bis 3 Exemplare. Also sehr spannend. Dann habe ich auch noch gelesen Allegro Pastel von Live Rand. Fand ich sehr gut, weil es halt wirklich, man hat gemerkt, es ist ein Gegenwartsroman. Es sind so viele Hinweise auf Dinge, die man halt kennt. Ich kann, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man ist die ganze Zeit so, ach ja, kenne ich. Es spielt zum Beispiel in Frankfurt am Main, aber auch in Berlin. Und man kennt gewisse Dinge einfach. Es ist verrückt. Es ist eine Liebesgeschichte, die positiv ist. Es ist nicht so viel Schlimmes. Liebesblabla. Es ist schon auch ein bisschen dramatic, aber es hat mich nicht genervt, wie viele Liebesromane es tun, weil die Leute so sorry for themselves sind. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Buch und kann ich weiterempfehlen, auf jeden Fall. Mein Freund hingegen hat es nicht weitergelesen. Für ihn war es nichts. Für ihn war es wahrscheinlich zu lovey-dovey. Dann habe ich auch gelesen The Comfort Book von Matt Haig. Das habe ich, glaube ich, zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner lieben Cousine. Das ist einfach ein Buch voller, ja, kleiner Kapitel über Dinge, die einen gut fühlen lassen. Und manchmal braucht man das, ja. Und vor allen Dingen Leuten, denen es vielleicht mental nicht so gut geht oder die gerade eine schwere Phase durchmachen, für die ist das eigentlich das perfekte Geschenk, falls ihr ihnen was schenken wollt oder falls ihr euch selber was schenken wollt. Es ist ein total schönes Buch und ja, habe ich sehr gemocht zu lesen. Ist aber natürlich kein Roman. Ich liebe ja Romane, weil manchmal habe ich Schwierigkeiten mit Lesen und das Einzige, was mich irgendwie ins Lesen bringt, ist eine richtig gute Geschichte, die mich catcht. Dann kam Matt Haigs altes Buch auf Deutsch raus, Der fürsorgliche Mr. Cave. Das ist ein älteres Buch, schon von 2008. Genau, 2008 hat er das geschrieben und jetzt kam es ihm auf Deutsch raus. Ist aber ein Buch, was ich irgendwann nicht weitergelesen habe. Hat mich nicht so richtig gecatcht. Vielleicht lese ich es irgendwann weiter. Es war halt sehr traurig. Direkt am Anfang stirbt jemand. Und ja, dementsprechend war die Stimmung und das war in dem Moment nichts für mich. Aber vielleicht komme ich irgendwann mal darauf hin zurück. So, und jetzt kommt mein Lieblingsbuch, welches auch ein Rezensionsexemplar ist. Und ich habe, das sind dann immer so Mails, die ich bekomme. Und dann lese ich mir das kurz durch und dann habe ich mir schon gedacht, ja. Und mein Freund liest es tatsächlich gerade, er findet es auch nice. Es ist Der Marquisenmann von Jan Weiler. Jan Weiler hat zum Beispiel geschrieben, das Puppetier, Maria im Schmeckzen. Ich habe mir auch den Film gleich angeguckt. Aktuell hat er das Drehbuch geschrieben von dem Film über diese Lehrer, der gerade im Kino ist, den ich auch schauen will. Ich bin jetzt absoluter Jan Weiler-Fan, weil Jan Weiler hat dieses Buch geschrieben und das ist mein neues Lieblingsbuch neben der Midnight Library, vielleicht sogar noch über der Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Die Mitternachtsbibliothek ist einfach so ein schönes Buch mit so einer schönen Geschichte. Und das ist einfach ein gutes Buch. Wenn ich es vergleichen müsste, ist es ein so bisschen so wie Der große Sommer zum Beispiel oder Alte Sorten. Es ist so ein richtiges Sommerbuch und ach, ich habe es auch total schön gelesen. Ich liebte die Geschichte, ich liebe die Leute, ich liebe alles daran. Wirklich, ich liebe dieses Buch. Ich bin jetzt Marquisen-Fan. Also wenn ihr euch ein Buch rauspickt von allen, die ich euch heute zeige, dann bitte lasst es das sein, weil das Buch, es ist auch so originell, um was es geht. Es ist einfach mega. Bitte, bitte, bitte lese es. Also, ja, ich liebe es. Die Kim muss, weil sie das ausgefasst hat, diese Jugendliche, die Kim, ich glaube, sie ist 15, sie musste ihrem Vater, mit dem sie nie was zu tun hatte, und ihr Vater verkauft halt Marquisen und sie mag es da erst nicht, aber irgendwie finden sie dann schon zusammen und sie geht mit ihm zusammen eben diese Marquisen verkaufen oder versucht zumindest und ja, diese ganze Welt, in die sie dann kommt, sie ist eigentlich so eine richtig gut bürgerliche, ja, da ist sie so aufgewachsen in gut bürgerlichem Milieu und bei ihrem Vater ist es eben ganz anders, aber ja, sie besinnt sich irgendwie auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens und findet mit ihrem Vater halt wieder zusammen und noch andere Dinge und es ist wirklich einfach herrlich. Ich lieb's absolut. Kommen wir zu den Büchern, die ich aktuell lese, beziehungsweise auch schon länger da liegen.
Und zwar haben wir hier einmal von Marie Kondo und Scott Sonnenschein, Glücklich im Job, Glücklich im Leben. Das ist Marie Kondos Buch über Ordnung am Arbeitsplatz und im Homeoffice. Das ist jetzt neu dazugekommen, weil das Buch gibt schon länger, aber jetzt neu mit Tipps zum Homeoffice. Und ich habe das Ganze als Hörbuch gehört, wollte das aber gerne noch schriftlich haben, da sowas, also hier sind auch so Checklisten, sowas ist halt gut schriftlich zu haben. Halt, wenn du gucken willst, wie sortiere ich E-Mails am besten, wie sortiere ich meinen Schreibtisch am besten, kannst du hier dann einfach kurz dir das raussuchen und hast ihre Tipps parat. Und ich glaube, ich muss euch nicht erklären, wie groß der Unterschied ist, den es macht, wenn man Ordnung am Arbeitsplatz hat. Ich habe es jetzt wieder mal gemerkt, als ich meinen neuen Schreibtisch bekommen habe und erstmal alles aufgeräumt habe. Ich habe neulich mein E-Mail-Postfach von der Arbeit komplett einmal aufgeräumt, alles in Ordner verschoben. Dann überhaupt, wie viele E-Mail-Ordner muss es geben? Was für Ordner auf dem Desktop sollte man haben? All das wird hier behandelt. Was macht man mit Formularen, Heftern, Dokumenten, bliblablub, Stiften? All das wird behandelt und ich liebe das. Ja, deswegen für alle Ordnungsliebhaber unter euch und jene, die es noch werden wollen, kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Dann habe ich angefangen, Die Kunst des klugen Handels von Rolf Tobelli mit großem Workbook-Teil. Das ist jetzt neu. Ich liebe ja Rolf Tobellis Bücher. Die sind sozusagen immer so aufgebaut, du hast ein Kapitel. Es geht immer um ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Motivationsverdrängung. Wie sie mit Boni Motivation zerstören, das war zum Beispiel sehr interessant. Und dann hat der immer so kleine Anekdoten und dann gibt er dir einen Tipp. Meistens geht es um Denkfehler oder halt, ja, was haben wir hier? Plappertendenz. Wenn du nichts zu sagen hast, dann sage auch nichts. Das muss ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Oder was haben wir hier? Will Rogers Phänomen, wie sie als Manager bessere Zahlen ausweisen, ohne etwas dafür zu tun. Ich bin großer Rolf Tobelli-Fan, ich liebe ihn. Und ich nehme mir einfach immer sehr viel mit aus seinen Büchern. Eigentlich müsste man sie zweimal lesen, damit man sich es auch wirklich behält, was er alles erzählt. Aber ja, das ist auch eine sehr große Empfehlung. Ich besitze nun, glaube ich, alle seine Bücher. Bin Fan. Dann, ich habe es schon tausendmal gezeigt, aber This is Your Brain on Birth Control. Nochmal, falls jemand von euch sich damit beschäftigen möchte, auf jeden Fall große Empfehlung. Und was ich jetzt gerade lese, gestern oder vorgestern angefangen und jetzt schon große Liebe, es geht auch in die Richtung von Marquisenmann, von Große Sommer, von alte Sorten. Franziska Fischer, In den Wäldern der Biber. Es hat sogar so ein ähnliches Cover. Dumont macht es einfach immer am besten mit seinen Einbänden. Hier geht es darum, dass, wie heißt sie denn gute, die Alina. Alina flüchtet wegen einer Trennung und wegen einer Jobkündigung aus Frankfurt am Main zu ihrem Opa, mit dem sie sehr lange nichts mehr zu tun hatte, in sein Haus am Wald in einem kleinen Dorf. Und ja, sie machen dann Waldausflüge, sie beobachten Biber, sie kommt einfach zur Ruhe. Und dieses, ich habe das auch wieder gelesen, die E-Mail-Vorschau, und habe mir gedacht, dieses Buch ist genau das, was ich jetzt brauche. Auch wenn ich irgendwie ein drinnen Mensch bin. Aber ich merke einfach gerade, wie sehr ich das vermisse, was ich halt in Dresden so in meinem Elternhaus immer hatte. Man hat rausgeguckt und man hatte einfach grün. Und irgendwie ist das so tief in mir drin. Und auch wenn ich jetzt nach Dresden komme, komme ich halt zur Ruhe. Und so ist es bei ihr halt auch mit ihrem Opa und dem Haus da. Und gestern hat sie irgendwie dann gebacken, nachdem sie die Früchte gepflückt hat aus dem Garten. Und dann habe ich auch direkt angefangen zu backen. Also es ist auch irgendwie inspirierend. Ja, das ist ein sehr schönes Buch, was einen so ein bisschen zum Durchatmen bringt. Also ja, auch jetzt schon, auch wenn ich erst angefangen habe, 50 Seiten gelesen habe, große Empfehlung. So, jetzt noch zwei Bücher, die kommen. Einmal dieses hier, Die letzten Strahlen eines Sterns von Amanda Lee Coe. Berlin 1928. Der Fotograf Alfred Eisenstädt hält die zufällige Begegnung dreier sehr unterschiedlicher Frauen fest. Da ist die aufstrebende deutsche Schauspielerin Marielle Dietrich, die auf ihrem Weg ist, eine der bleibenden Ikonen Hollywoods zu werden, Anna Mai Wong, der erste chinesischstämmige US-Filmstar, und Leni Riefenstahl, deren Propaganda-Kunstfilme sie erst berühmt und dann berüchtigt machen sollen. Genau. Und diese Lebenswege führen von Berlin der Weimarer Zeit bis zur deutschen Wiedervereinigung, vor einem Dorf in der Bayerischen Alpen bis nach Los Angeles und Paris, durch viele Jahrzehnte und Kontinente. Und
Ja, oh, das Buch ist auch dick, hä? Freue ich mich auch sehr darauf. Oh, die Seiten sind auch schön dünn so. Hm. Ja, also das hat mich einfach auch gecatcht irgendwie. Und das werde ich als nächstes lesen. Mein nächster Roman, das ist dann mein Sommerroman. And last but not least, ihr wisst gar nicht, wie lange dieses Buch hier schon liegt. Und ich wollte es euch erzählen, aber dann hatte ich jede Woche irgendwie eine andere Kooperation. Aber ich dachte mir, es passt wunderbar in das heutige Video rein. Und zwar ist es das Buch Period Positivity von Chella Quint. Endlich Schluss mit den Tabus. Hier erfährst du alles über Menstruation, Zyklus und Co. Jetzt könnte man denken, das ist eher was für Jüngere. Und es ist auf jeden Fall auch was für Jüngere. Aber es ist, wie man sieht, genauso was für unsere Generation. Hier geht es um alles rund um die Periode, Verhütung, Blut. Hier ist sogar irgendwie eine Anleitung zum Stoffbinden nähen und so weiter und so fort. Und alles ist total cool mit so Fragen. Es geht, die Überschrift ist immer eine Frage und dann geht es halt darum. Und es ist, wie ihr seht, sehr schön illustriert und anschaulich gemacht. Und ich weiß nicht, ich bin da auch selber mit einbezogen. Wir beschäftigen uns irgendwie viel zu selten mit dem, was mit unserem Körper eigentlich passiert. Jeden Monat, jeden Tag. Und ich habe da selber noch sehr viel aufzuholen. Auch in der Schule hat man da nicht so richtig was gelernt. Dann habe ich übelst früh schon die Pille einfach genommen und einfach Körper machen lassen. Ja, und hier wird man ein bisschen aufgeklärt. Und das auf eine sehr, sehr schöne Weise. Und ich darf eben 5 Bücher davon verlosen an euch. Und alles, was ihr dafür machen müsst, in die Kommentare zu schreiben, welches Tabu ihr gerne aus der Gesellschaft verbannt haben würde. Welches Tabu im Sinne von Periode, Pille, dies, das, Ananas, ihr gerne mehr besprochen hättet in der Gesellschaft, worüber alle was wissen sollten. Zyklen, Körper, Gefühl, was weiß ich was. Please write it down und 5 von euch kriegen dann vom Verlag eines der Bücher zugeschickt. So Leute, ich glaube, so ein langes Video hatte ich lange nicht mehr. Es hat sehr Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich muss mich jetzt noch an den Schnitt setzen. Dann habe ich auch noch einen kleinen Call heute mit Bewusstsein-Girlies. Und ja, muss jetzt noch einiges machen. Ist immer so am Sonntag. Sonntag ist mein Arbeitstag. Newsletter. Ich hatte meinen Newsletter schon angefangen zu schreiben. Aber hatte ich ja schon gesagt, ja, ist wieder so gewesen. Aber ich habe jetzt wieder viel mehr positive Energie und ja, der Newsletter wird angegangen, aber ich verspreche mal nichts. Aber ich habe ihn im Hinterkopf, aber man muss auch so in der Zone sein, da was zu schreiben. Und ja, ich mache einfach schon wieder zu viel. Und leider fällt der Newsletter, obwohl ich ihn so liebe, irgendwie immer hinten runter. Aber wie dem auch sei, tausend Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Ich habe eine coole Woche, die Eltern von meinem Freund kommen. Es wird spannend auf der Arbeit. Ja. Ich freue mich auf alles, was kommt. Es ist absoluter Sommer hier. Es sind 30 Grad, gefühlt jeden Tag. Und die Sommerkleider wurden ausgepackt. Dazu auch bald mehr. Und ja, vielleicht schaffe ich es auch mal wieder zu vloggen. Finde ich auch schön, euch mal wieder mitzunehmen. Ich küsse euch und wir sehen uns. Tschüss!